Willkommen zurück zu dem neuen Let's Play Terranigma Blind. Ja, wir waren zuletzt bei dem Orakel und haben davor wirklich umhergehört. Ich weiß noch immer nicht, wie es geht. Seh du, ich werde in deine Zukunft schauen. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Rede antreten. Okay. Hallo? Krieg ich vielleicht noch was Schilderung? Wieso kann ich die Schilder nicht lesen? Egal. Können wir jetzt auch mal egal sein. Ich bin hoffnungslos verwirrt. Ich hoffe, ich quatsche mal eben viel. Oh, ich angle. Das interessiert mich jetzt auch. Ach komm, ich geh mal in die Weberei. Vielleicht gibt's da ja was. Magier. Die Kristalle besitzen magische Kräfte. Willst du wie mir? Ja, aber da hat man ja schon. Kristalle werden einziger den Zauber in sich. Nur Magier verstehen es, dieses Zauber in die Zunge und mit deinen Zügen befallen. Okay, und wie geht das Ganze? Ich bin ein Lehrmeister. Oh, da geh ich auch mal rein. Ach komm, ich geh mal zum Händler. Willkommen, wie kann ich helfen? Ja, ich bin ein Taler. Okay, ciao, ciao, bye, bye. Ja. Oh, Schieper, ich weiß nicht mehr, wo es hier lang geht. Da müsste es lieber reingehen. Oder auch ich mich da jetzt. Ach komm, ich geh einmal hier lang. Kann ja wohl nicht schaden. Wieso kann ich aus dem Dorf nicht raus? Wohnsitz, ja, ist mir egal, ich wohne hier. Mädchen auch kommen, die lassen wir. Ist ja krank. Liegt ja schon da, Mutter. Muss arbeiten und sie liegt. Boah, vergiss es. Ciao, ciao, bye, bye. Mit euch will ich nicht reden. Geht weg. Ich glaube, ich kann nicht aus diesem Dorf raus. Und da sind wieder die Mädchen, oh, geht weg, lass mich. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Was ist jetzt? Wie? Melina ist nebenan. Ich verstehe nicht, was Melina an dir findet. Musst du auch nicht verstehen. Ich bin eben der Reinsehbord. Hallo. Nee, ich gehe und werde noch ein wenig für ihn weisen. Nee, wem? Er hat mir nicht verraten, was es werden soll. Für spätere Zeiten hat er nur gemurmelt. Was das wohl bedeuten mag? Dass du seine Sklavin bist. Das meinte er damit. Oder? Oh, ich lies mir da mal durch. Was bei Wikipedia dann dasteht, in der Beschreibung des Spiels. Ja, komm, wir gucken erstmal unten. Was soll ich tun? Ich sticke eine kleine nette Bilder auf. Kleidungsstücke. Wie das jetzt aussah, als ob er Zuckungen hat. Hallo, bleibst du mal stehen heute, Mike? Hallo, wie? Wie gesagt, ja. Ach komm, einmal hier reinlegen. Ja, dann gehen wir eben, wenn sie uns nicht schlafen lässt. Leid, oh.
Du sollst runter. Muss nach unten drücken. Boah, Steuerung ist kompliziert. Ach, herrlich. Und wer bist du? Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie Kontinente. Was das wohl zu bedeuten hat? Reinspringen kann ich jedenfalls nicht. Schlechter Teil. Ja, und wie komme ich jetzt weiter? Ich schaue mir bald keine Komplettlösung an. Aber der Angeljunge ist weg. Hä? Wo ist der Angeljunge? Krieg ich so Taler? Ach, hier unten. Hä? Ich verstehe den Sinn nicht. Ich guck mal einmal. Was er zu sagen hat, man kann Dinge sehen, die der blaue. Ja, hast du schon gesagt. Und jetzt hängt es, warum auch nur, weil ich vorgespielt habe. Magier wollen wir nicht. Ich bin gerade extrem ratlos. Ich mache gleich eine kurze Aufnahmepause und schaue mir mal ein bisschen eine Informationsquelle an. Also ein Rollenspiel bei. Hallo. Bleibst du? Wie? Hast du gesehen, wie ich hochspringen kann? Kann ich auch hopp. Ihr sagt mir mal, Kinder, was daran so spannend ist. Ist das nicht der Wohnsitz? Mühle. Hallo, ich bin Jenso, der Müller. Ich mahle Korn und Mehl für das Brot zu gewinnen. Schöne Idee, aber ich will hier nicht durch. Wer bist du? Du bist es nicht. Ich habe gestern zu viel getrunken. Stöhne. Und habe einen dicken Kopf. Ich trinke nie mehr. Sagen sie alle und hinterher trinken sie trotzdem. Ja. Und ich weiß, dass du oft bist, das sieht man. Okay, so, da ist niemand. Nein, ich meine jetzt nur Freunde. Was passiert wohl? Hat. Wieso geht er alle jetzt? Geh weg. Ja, sorry, ich bin verschnupft, wenn ihr das jetzt im Hintergrund raus habt. Aber ich kann nichts gegen meinen Schnupfen machen, von daher. Warte mal, wo war das nochmal mit dem Meisen, wo ich. Ach, das war hier. Hier bin ich geboren. Nein, aber wie kann ich Schilder lesen? Was? Du könntest, dass es, wenn es einer schafft, die Tür zu öffnen, dann du. Könntest es schaffen, diese Tür zu öffnen? Ja, dass ich es schaffen könnte, weiß ich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Tür zu öffnen. Der Weise sagt, dass etwas darin ist, dass wir nicht berühren dürfen. Ja, eine heilige Truhe, ja, ich weiß was. Ich laufe hier 9 Minuten lang nur sinnlos im Kreis. Und wir sind gerade bei 9:24. Jetzt. Ich bin echt ratlos. Ach ja, übrigens, wir werden bald vielleicht die erste Live-Show raushauen und das auch nur dank Google Hangout. Ne, also nicht verpassen, erste Live-Show ist immer ein Wunder. Also seid ruhig dabei, Datum steht dann alles noch weiter auf unserem Kanal. Also die Live-Show wird dann auf unserem Kanal ausgestrahlt.
Ey! Räum doch mal die Kisten weg. Ach, egal. Ich schaue mir jetzt gleich die Lösung an. Wir sind also von dem ersten Kapitel. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal. Schaut auch das nächste Mal ein. Und ihr könnt dem Video gerne einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat, wie sinnlos ich jetzt war. Wie dumm ich war, wenn ihr schon auf den ersten Blick gesehen habt, was das ist. Ansonsten, ciao, ciao, bye, bye. Und vergesst ein Abo nicht, wenn ihr mehr wollt. Ciao.